Hallo Leute, heute kochen wir ein schnelles Gericht für die faulen Leute und zwar Instant-Nudeln. Dazu habe ich mir so zwei Packungen, das ist Rindgeschmack, habe ich mir gekauft. Eine Packung tun wir nur allerdings von dem hier rein. Das ist das Fett und Gewürz und Chili. Dann nehmen wir ein bisschen Paprika, zwei Eier, eine halbe Zwiebel, ein bisschen von diesem Schnittlauch, ja, vielleicht eine halbe Karotte und eine Knoblauchzehe. So, dann brauchen wir ein bisschen Salz, Sojasauce, knappe 800 Milliliter Wasser. Ja, und dann fangen wir mal langsam an und schnibbeln das Zeug alles klein. Bis gleich. So, jetzt haben wir natürlich die Karotten klein geschnitten, ein bisschen Paprika. Dann habe ich noch so einen Schinken jetzt gefunden. Den werde ich dann später auch noch dazu tun. Ja, Zwiebel klein. Ich habe Curry noch gefunden, das werden wir auch noch reintun. Ein bisschen Paprika, rosenscharf. Pfeffer, Salz und Sojasauce. So, dann legen wir mal gleich mal los. Heizen wir gleich mal ein. Machen wir gleich mal die Bude auf 8. Wird schon rot. So, jetzt haben wir diese ungefähr gute 800 Milliliter Wasser rein. So. Und jetzt warten wir, dass es anfängt zu kochen. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder und dann werden wir die zwei Eier noch da reingeben. Und so wie ihr sehen könnt, fängt das jetzt langsam an zu köcheln. Und ich mache das aber so, ich werde zuerst die Gewürzpackungen reinhauen. So, das Fett und das Chili oder was das sein soll. Jetzt schauen wir mal die Kamera rein. Zack. Ich lasse das alles aufkochen. So, wie ihr sehen könnt, Gewürze habe ich als allererstes reingetan. Ich habe das jetzt noch ein bisschen aufkochen lassen. So, dann werde ich jetzt ein bisschen Knoblauch dazu geben für den Geschmack. Und jetzt
haue ich die Eier rein. So, Eier sind drinnen. Man sieht sie nur schlecht. Jetzt lassen wir das alles ein bisschen fest werden. Und dann hauen wir die Nudeln rein. Ein bisschen Curry. Ein bisschen Paprika. Salz, Pfeffer und zum Schluss ein bisschen Sojasauce. Und die Karotten, die tun wir gleich rein. Weil die sollen noch so schön knusprig bleiben. Und den Schinken, den tun wir auch noch gleich dazu. Nehmen wir so eine Handvoll. So, das reicht. Zwiebeln und den Lauch, den tun wir auch noch dazu. Meine Kamera ist ausgegangen und deswegen muss ich das jetzt mit dem Handy machen. So. Und jetzt tun wir noch die Nudeln dazu, aber allerdings werde ich die Nudeln ein bisschen klein machen. So, jetzt haben wir noch die Karotten dazu. Die haben wir auch gleich rein. Wie ihr sehen könnt, Nudeln sind drinne. Paprika habe ich auch schon drauf getan. Da tun wir alles noch so ein bisschen rein. So. Und jetzt der Kochtopf. Das ist ein Topf von 1 Liter Fassungsvermögen. Der sieht jetzt ziemlich voll aus, aber die Nudeln, die werden sehr viel von der Suppe aufsaugen. Also wird da auch gleich weniger sein. Und jetzt tun wir da einen Deckel drauf. Jawohl. So sollte man es nicht machen. Dings aus. So, das ist fertig. Jetzt werden wir die Nudeln rausnehmen. Nudeln raus. Da sind locker 2 Portionen drin. So, jetzt brauchen wir noch ein Ei, das muss ich hier rausfischen. Da haben wir ein Eigelb. Mann, oh Mann, oh Mann. Schwerer als gedacht. So, lassen wir das mal als Portion durchgehen. Jetzt das zweite. So, da gibt euch mal diese Portion und schaut mal, da ist sogar noch was übrig geblieben. Die Teller, die sind voll. So, also, probiert's mal aus. Da könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon hält, ob das gut ist oder schlecht. Wie gesagt, ich probiere das auch das erste Mal aus. Naja, schauen wir mal, wie es schmecken wird. Also Leute, haut rein!
I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark.